Piggledy wollte wissen, was Ostern ist. Frederik, fragte Piggledy seinen großen Bruder, Frederik, was ist Ostern? Nichts leichter als das, antwortete Frederik. Komm mit. Piggledy folgte Frederik auf dem üblichen Weg. Ostern, sagte Frederik irgendwann. Ostern ist bald. Wie schön, freute sich Piggledy. Wie schön, dass bald Ostern ist. Aber was ist Ostern? Ostern, sagte Frederik. Ostern fängt mit O an. Was ist ein O? Fragte Piggledy. Ist es so etwas wie O verflucht oder O mein C? Ich fluche nie, sagte Frederik. Was ist dann ein O? Fragte Piggledy. Ein O ist wie ein zerquetschter Kreis, sagte Frederik. So ist es. Oho, meinte Piggledy. Ostern ist also ein zerquetschter Kreis. Du drehst mir das Wort im Munde um, sagte Frederik ärgerlich. Ostern ist, lass mich in Ruhe mit deinen Fragen. Piggledy und Frederik liefen eine Weile weiter, ohne miteinander zu reden. Die Sonne schien schön sonnig und von überall her roch es nach frischem Beifuß, Löwenzahn und Brennnesseln. Piggledy war beleidigt. Und Frederik war auch beleidigt. Aber sonst war es sehr schön. Ein großer, erwachsener Hase saß am Wegrand. Da war doch noch etwas, überlegte Frederik. Etwas mit Hasen. Hasen, maulte Piggledy. Über Hasen weißt du was. Aber was mit Ostern ist, kannst du nicht erklären. Doch, sagte Frederik fröhlich, ich hab's. Ostern kommt der Osterhase und bringt Ostereier. Das ist es. Warum heißt es dann Ostern? Fragte Piggledy. Und nicht Eistern? Und Piggledy ging mit Frederik nach Hause.